So, also hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge vom Shit zum Hit. Hier seht ihr dieses übertrieben schlechte Team, aber immerhin sind schon ein paar gute Veränderungen gekommen. Nochmal als Erinnerung, wenn ich ein Tor schieße, dann darf ich einen seltenen Goldspieler meiner Wahl hin tun. Und ich will das Team so sweaty wie möglich bauen und am Ende das Goldpokal gewinnen. Also alle Spiele finden im Goldpokal statt. Wir haben uns letzte Folge an Danovic, Chiellini und Dumbia geholt, weil wir einen Torwart im Sturm hatten. Der war echt inkompetent und am Ende, wir hatten einen Typ mit, wir haben zwei ultra langsame Spieler in unserer Innenverteidigung gehabt. Also kommt da Chiellini hin und unser Torwart war eine Katastrophe, weil es dieser kleine Kobold war. So, ich habe mich entschieden, dass ich ein Spiel pro Folge dieser Serie mache, einfach damit es nicht zu schnell vorbeigeht. Wenn ich jedes Spiel drei Tore in einem Spiel schieße, dann wird das ja ultra schnell vorbei sein. Alter, kriegt man da bei dem Pokal viel. Das muss ich mal ausprobieren irgendwann mal demnächst. Ja, also ein Spiel pro Folge. Manchen wird es gefallen, manchen nicht, aber einfach, ich kann keine 3 Millionen Serien erfinden, also muss ich, ja, die Serie ein bisschen lang laufen lassen. Also hier ist unser Gegner mit einem Frankreich-Wappen und 83er Wertung, 100 Chemie mit einem Frankreich-Team, Lacazette in Form, Benzema in Form, Mendes in Form, Matuidi, Diaby, Pogba, Kongo, Varane, Koscielny, Evra und Ruffier. Ich werde so zerstört mal wieder. Spaßig. Oh, schön, Dumbia. Schick's ihm. Mansour. Oh mein Gott, Bruder. Ah! Jawohl. Was zum Fick ist da eben passiert? Ja. Keine Ahnung. Aber unser Rechtsverteidiger hat ein Tor gemacht und schon kriegen wir noch ein Upgrade. Oh nein, oh nein. Er blockt ihn auch noch rein, dieser behinderte Spast. Ich dachte, ja, hole ich mir einen neuen Torwart, dann hält er vielleicht was. Aber nein, der Abwehrspieler blockt ihn rein, dankeschön. Oh mein Gott! Dann durch fucking Freistoß! Schickt! Wieso kommt er so einfach um die Mauer rum? Und wieso hält er da noch nicht den nicht? Oh nein! Handanovic! Oh mein! Wie kann nur so ein scheiß Tor sein? Ich hab nichts gedrückt, ich hab kein Y gedrückt, wieso rennt der raus? Wieso bleibt da stehen, dieser behinderte Spast, Mann? Oh. So, 3:1 und... Ach du Scheiße, was baut mein Tor für Scheiße zusammen? Kann ich eigentlich noch ein bisschen mehr Scheiße in einem Satz verwenden? So, 3:1. Der hat 5 Schüsse, ich habe 2 Schüsse, er hat 4 Schüsse, ich habe 1 Schuss. Das ist schon verdient, aber mein Tor geht mir einfach böse auf den Piss, Mann. Piss dich, Benze. Dieser Torwart, wo steht der Typ bitte? Als Torwart will ich auch safe erstmal 3 Meter auf mein Tor laufen, wenn einer kommt. Gute Internetverbindung hast du. Oh nein. Oh nein. Hau ihn um. Bitte sweate dich. Ja. Oh mein Gott. Hat mein Tor hat überhaupt eine Parade schon? Oh, Dumbia, Dumbia! Schiri! Ist jetzt ein Elfmeter? Elfmeter! So, Dumbia, bitte! Bitte! Oben rechts! Ich dachte, der trifft die Latte! Jawohl, 2 Tore, 2 Upgrades! 5:2 zu verlieren ist trotzdem ein bisschen krass, aber... Nächstes krieg ich meine 2 Upgrades. Shit. Handanovic ist so inkompetent. Wie kann man nur so scheiße sein?
Und damit kann man es halten. Oh mein Gott, Halleluja. Alter, dieser Benzema. Diese. Andanovic ist so inkompetent. Oh mein. Dieser Benze. Andanovic passiert einen Abschluss nach dem Spiel, ne? Was kann der Typ eigentlich? So, ich krieg 2 Upgrades, die kaufe ich mir dann bis zur nächsten Folge und ja, ich hoffe es hat euch gefallen, drückt Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, drückt abonnieren, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt und ja, dann bleibt euch nichts weiter zu sagen, außer ciao, bis zum nächsten Mal und Handanovic ist der schlechteste Torwart in ganz FIFA 15.